Ich mach's mal kurz. Wer sich mit dem deutschen Wolf anlegt, hat verloren. Erneut gibt ein Politiker auf. Umweltminister Olaf Lies, SPD, wird die Segel streichen. Er hat bis Montag Zeit, sich zu entscheiden, sagt Ministerpräsident Weil, auch SPD. Tatsache ist aber, das ist doch schon längst entschieden. Denn der Olaf hat doch das selbst in die Runde gesetzt. Er kapituliert, er hat wieder mal was an die Wand gefahren. Ich habe ihm das schon seit über einem Jahr gesagt. Du kannst nur verlieren, wenn du so weitermachst. Duzen tue ich ihn nicht, weil ich nicht mehr in der SPD bin. Ich duze nur Gerd Schröder. Und ja, er ist ja nicht der Erste, der darüber gestolpert ist. An der letzten Legislatur in Niedersachsen sind zwei CDU-Politiker auch nicht wieder gewählt worden. Die sind noch nicht mal mehr von der eigenen Partei aufgestellt worden. Und der FDP-Mann hat sich nach Berlin abgeseilt. Das ist gut so. Wenzel will mit dem Wolf auch nichts mehr zu tun haben. Schmedeker, Landtagsabgeordnete CDU aus Nienburg, hat es geschafft, den Umweltminister zu stürzen, weil er ihm genau vor einem Jahr eingeflüstert hat, dass er unbedingt den Wolf schießen muss. Er hat dann ein bisschen Stimmung gemacht und war dann schlau genug, sich zurückzuziehen. Ich habe ihm im Oktober noch nach der Veranstaltung von Nies gesagt, es wäre schlauer, sich zurückzuhalten. Das hat er dann auch gemacht, zwar erst jetzt in diesem Jahr, aber von ihm hört man so gut wie überhaupt nichts mehr. Braucht er ja auch nicht, weil Olaf einfach CDU-Politik gemacht hat. Besser geht's doch gar nicht. Und an der Wahlurne wird dann CDU gewählt. Ich wünsche dem Olaf nichts, weil dem kann er nichts wünschen. Das tut mir einfach leid. Wer so egozentrisch seinen Weg geht, der gegen jeglichen Artenschutz ist, der mit Umweltschutz nichts zu tun hat, der nichts auf die Reihe bekommen hat. Da sind ja irgendwie 18 Millionen Strafzahlungen an die EU, weil die Naturschutzgebiete, 70 Stück fehlen wohl noch. Dann gibt es noch 800.000 am Tag oder so, die diese Strafe zahlen müssen. Und ich weiß gar nicht, was da noch alles ist. Ich kümmere mich halt nur um Wolf. Ich bin halt ein Fachidiot. Wolfsschützer, Wolfsaktivist, nennt mich wie ihr wollt. Olaf Lies ist auf alle Fälle viel schneller weg, als ich es gedacht habe. Ich habe ja so bis Ende des Jahres noch gerechnet, aber jo, das war auf Ansage. Danke, dass Sie gegangen sind.